Smarana, ihr Lieben. Heute geht's um die Erde. Ihr seht es im Hintergrund. Ich habe mal unsere schöne Erde ein bisschen mit Sternchen versehen. Und ja, eigentlich ist der Anlass des Videos, ich reagiere auf die extremen Unwettersituationen, die gerade jetzt in den letzten 2 Tagen uns ereilt haben. Und ich werde auch am Ende des Videos den Lichtkörper von unserer Erde energetisch mit euch zusammen betrachten. Und ich möchte auch Mutter Erde bitten, dass sie uns eine Botschaft gibt, wie wir, was wir gut machen können, wie wir uns verhalten sollen. Denn das, was jetzt gerade geschieht, hat ja mehrere Gründe. Eines ist sicher auch der Klimawandel, denn man weiß, die Wissenschaftler wissen, dass wenn sich die Erdatmosphäre um 1% erhöht, dass sie dadurch 7% mehr Wasser aufnimmt. Und dieses Wasser, was da gespeichert ist, das kommt natürlich wieder runter und regnet sich ab. Nur kommt es jetzt nicht in einem schönen Regen, sondern in katastrophalen Regen, also in diesen Starkregen, in diesen Unwettern zu uns. Und so war das jetzt auch die letzten Tage. Es gab also auch Tote und über 200.000 Menschen hatten in den Katastrophengebieten ja auch keinen Strom. Und es sind einige, 1.300 war die letzte Meldung, Verletzte. Dann möchte ich auch noch mein allertiefstes Beileid aussprechen für die Menschen, die gestorben sind, für die Menschen, die vermisst werden. Und für alle, die gerade in dieser Situation sind, möchte ich mein tiefstes Mitgefühl auch aussprechen. Gebt die Hoffnung nicht auf. Es gibt Unterstützung von der geistigen Welt. Und ja, ich denke, dass wir im Channeling auch noch was erfahren werden, was unterstützend wirken kann. Und wir tun heute in diesem Video alles, was wir können, um energetisch wieder ein Gleichgewicht herzustellen, um energetisch zu helfen. Ich zeige euch gerade mal ein Bild, damit wir wissen, von was wir sprechen. Hier sieht man also so eine Katastrophe, wie das dann letztendlich aussieht. Ich werde es auch gar nicht lang vorspielen, weil wir wollen jetzt unsere Gedanken nicht so sehr auf die schlimmen Auswirkungen richten, sondern wir möchten ja zusammen das ergründen, was wir tun können. Und wir möchten auch, also ich möchte so gerne mit euch, mit Mutter Erde channeln und eben ihren Lichtkörper vielleicht zusammen stärken. Alles, was auf der Erde geschieht, beeinflusst uns Menschen ja oder hat direkte Konsequenzen. Und viele Menschen sprechen über den Klimawandel, das ist schon klar. Aber es wird zu wenig getan. Und natürlich ist auch die Situation mit dem Aufstieg, wo ja auch vorausgesagt wurde, dass es Katastrophen auf der Erde geben wird. Und es gab ja schon einige. Es wird auch Vulkanausbrüche noch geben und große Hitzewellen. Also es wird alles extremer eben einfach sein. Und diese Extreme, das kann man auch so sagen, ist der Kampf zwischen den großen Mächten, dem Guten und dem Bösen, zwischen der Dualität und dem Licht, welches uns ja unterstützt, aufzusteigen. Nur gibt es vorher noch so viel aufzuräumen, noch so viel zu beachten, dass es also gar nicht so einfach ist mit dem Aufstieg. Und ich habe auch noch ein anderes Video gemacht, das solltet ihr euch unbedingt anschauen. Da geht es darum, ob die Männer oder einige der Männer den Aufstieg blockieren. Das ist auch sehr interessant und es gibt sehr viele Hilfestellungen auch dabei, wie man das jetzt heilen kann, wie man in die Heilung gehen kann für die männliche Seite. Und auch hier, dieses Video soll ja jetzt keine Angst machen, sondern es sind einfach Tatsachen, die sich ergeben haben, die uns gezeigt werden vom Leben, vom Element Wasser. Schaut hin, die Natur ist viel stärker. Und lieber Mensch, du kannst die Natur nicht beherrschen. Auch wenn viele Menschen meinen, oder das stimmt auch so ein bisschen, dass das Wetter natürlich auch beeinflusst wird durch die Chemtrails und so weiter. Aber alles, was hier an Manipulation ist, das widerspricht ja
der göttlichen Ordnung. Und deswegen kommt es zu diesen Katastrophen. Und die göttliche Ordnung, die bringt uns ja unser System in die höheren Dimensionen, wo wir in der Liebe und in der Fülle leben können, also völlig gesund sein. Und das alles ist im Moment noch nicht möglich. Ihr seht es ja auch im Außen, was sowieso durch die aktuelle Zeit geschieht, wie wir da in der Angst beeinflusst werden wollen. Ja, die Lichtarbeiter sind da schon stärker. Die sind da nicht so leicht in die Angst zu führen. Aber alles, was geschieht, ist, sag ich mal, nicht normal. Wir leben in einer sehr aufregenden Zeit, die uns an unsere Grenzen bringt und auch den Menschen die Grenzen zeigt. Denn die Krönung der Schöpfung, es gibt noch so und so viele andere Dinge, die wir vielleicht noch gar nicht wissen, weil wir sie nicht sehen, weil wir sie nicht bisher gezeigt bekamen. Es gibt noch so viel mehr als das, was wir bereits wissen, das ganze Universum. Es ist ja nicht das einzige Universum, sondern es gibt ja noch viele Parallelwelten. Da werde ich auch in einem späteren Video noch darauf eingehen, wie das mit den Paralleluniversen ist und was das alles mit unserem Leben zu tun hat. Doch jetzt mal zu der aktuellen Situation auf der Erde. Die Erde ist ja nun ein kleiner Planet unter ganz vielen in dem großen Universum, in dem wir leben. Und da geht's im Moment uns sehr an den Kragen. Jetzt gibt es ja die Theorie, was ja eigentlich keine Theorie mehr ist, sondern es gibt dieses Wissen, dass wir mit unseren Gedanken unser Leben steuern, dass wir alles, was wir denken, dass das zu uns kommt. Das ist das eine, das ist das Persönliche. Dann gibt es aber auch noch das kollektive Gedankenfeld und da sind alle Menschen zusammen vereint mit ihren Gedanken. Und da ist natürlich so, dass da die Lichtarbeiter in der Minderheit sind immer noch und die anderen, die nicht erwachten, ich will keine Trennung dadurch erzeugen, ich möchte es euch nur erklären. Die Menschen, die noch nicht erwacht sind, die nicht dieses höhere Bewusstsein haben oder noch nicht diese Bereitschaft haben, sich zu öffnen für die Spiritualität, die tragen halt viele Sorgen und Ängste und sind auch leichter beeinflussbar vom Mainstream. Und dieses kollektive Gedankenfeld erzeugt das, was geschieht. Das heißt, wenn man Angst vor Katastrophen hat, kommen die zu uns. Wenn man Angst vor Krankheiten hat, kommen die zu uns. Und all das bewirkt die Situation, in der wir im Moment leben. Das ist also eine Erklärung von der Spiritualität her. Die andere Erklärung war vorher von den Wissenschaftlern mit dem Klimawandel. Beides ist richtig und beides wirkt zusammen. Das ist jetzt meine Wahrheit. Ihr könnt gerne für euch überlegen, was für euch zutrifft und wie ihr das einordnen würdet. Aber für mich trifft beides zusammen und dieses Geschehen, was jetzt so gerade aktuell ist und was viele Menschen in die Not bringt, das können wir dennoch ändern. Und das ist genau das, was wir nachher machen werden, wenn ich Mutter Erde für euch channeln werde und wenn wir auch, also wenn ich für euch in den Lichtkörper von Mutter Erde schaue. Denn im Lichtkörper, also ihr müsst euch das so vorstellen, jeder Mensch hat ja auch einen Lichtkörper. Das heißt, ich erkläre es mal vielleicht. Der physische Körper, also hier Hände, Arme, Beine und so weiter, das, was aus Fleisch und Blut ist, das, was wir angreifen können, das ist der physische Körper. Und um uns herum ist die Aura. Die Aura sind verschiedenen Energieschichten, die mit unseren Chakren verbunden sind und uns Lebensenergie zuführen und uns eigentlich unterstützen, überhaupt leben zu können. Um die Aura herum befindet sich die Merkaba. Die Merkaba ist noch einmal eine energetische Form des der Seele, sage ich einfach mal, um es jetzt nicht so sehr ausführlich zu machen, welche auch für unser Leben zuständig ist. Und all das zusammen ist vom Lichtkörper umhüllt.
Der Lichtkörper, kann man sich vorstellen, ist eine Energie, die ganz hier oben drüber, das Video reicht nicht aus, um uns herum uns einhüllt. Unsere persönliche Energie, unsere Seelenenergie. Und je nachdem, wie weit jetzt die Menschen erwacht sind, geht der Lichtkörper von hier oben bis runter zu den Füßen oder eben nur bis zu den Schultern, bis zur Brust, Hüfte und so weiter. Das hängt mit der eigenen persönlichen Entwicklung in der Spiritualität zusammen. Und die Erde hat auch so einen Lichtkörper. Das heißt also, der alles, was Materie ist, das Land, das Land der Erde, das ist der physische Körper. Außen herum kommt die Aura, denn auch die Erde hat Chakren. Ja, also man streitet sich da, wo das Herzchakra liegt. Die einen sagen in Hawaii, die anderen sagen in England. Und auf jeden Fall, einfach um zu erklären, dass die Erde auch Chakren hat, gibt es die Aura, die um die Erde herum in Schichten aufgebaut ist und mit jedem Chakra verbunden ist. Und um das herum ist die Merkaba und auch der Lichtkörper angeordnet. Und in den Lichtkörper, wenn man schaut, bei Menschen oder bei der Erde, egal, bei Wesen, wenn man in den Lichtkörper schauen kann, dann sieht man, inwieweit die Äderchen oder diese Energielinien vom Lichtkörper mit der Aura und Merkaba verbunden sind und somit dann auch in den Körper hinein Energien übertragen werden können. Energien der geistigen Welt, Energien der Seele, des Wissens, der Heilung, also alles, was den Menschen ausmacht. Das heißt, das ist der Zugang, den der Mensch zu seinem eigenen Wissen, zu seiner Spiritualität hat, geschieht durch diese Linien vom Lichtkörper bis in den Körper. Und in die Seele praktisch. Und das kann man also bei der Erde auch anschauen. Das werden wir gleich machen. Und dann werden wir, so hoffe ich doch, ein Bild ungefähr bekommen, ein energetisches Bild, was mit der Erde los ist, wie sie sich gerade befindet, in welchem Stadium sie sich befindet. Und dann hoffe ich auch sehr, dass wir eine Hilfestellung bekommen, was wir zu tun haben. Was wir tun dürfen sozusagen, um eben das alles leichter zu machen, was gerade geschieht, also die Katastrophen leichter zu machen und auch das, was in der aktuellen Zeit mit C und D und P und sonstigen, ihr wisst ja, was ich meine, was da alles geschieht. Eine Hörerin von euch hat mal so ganz süß in den Chat geschrieben, ich mit meiner Geheimsprache mit C und D und so. Das fand ich echt süß. Ja, also die Geheimsprache, die kennt ihr alle. Und das, wir dürfen niemals vergessen, wir sind Menschen mit einer Schöpferkraft, die hat uns Gott gegeben. Und mit dieser Schöpferkraft können wir unser Leben steuern. Wir können tatsächlich auch steuern, wie es uns geht, wie es der Welt geht, wie es der Erde geht, wenn wir alle zusammen an einem Strang ziehen, sozusagen. Ja, und das ist das Wichtigste. Wenn halt jetzt dieses große kollektive Bewusstsein noch in der Angst ist, dann zieht es noch so mehr Katastrophen an. So ist es leider. Aber wenn wir beginnen, das ganz intensiv jetzt zum Beispiel in diesem Channeling, in dieser Botschaft, wenn wir es dann auch immer wieder wiederholen und es wäre so schön, wenn ihr es auch teilen würdet, dass es ganz viele Menschen mal dieses Geschehen von der spirituellen Seite her hören und vielleicht dann auch anders verstehen können, also auch dieses andere Bewusstsein dadurch bekommen, dann können wir wirklich ganz viel machen und alles lenken zum Guten. Und das ist der Punkt. Wir haben also tatsächlich immer alles in der Hand. Und sobald man aber mit dem Verstand beginnt, jetzt darüber nachzudenken, ist man schon fast verloren, weil der Verstand bringt dir immer Zweifel. Der Verstand bringt dir deine Aufmerksamkeit immer auf das Negative. Also man soll ja nicht immer sagen, aber meistens lenkt der Verstand die Aufmerksamkeit auf das Negative. Und das ist das Gefährliche. Also mit dem Verstand kommt man
schlecht durch die Zeit und manifestiert auch eher negative Dinge. Und das ist ja genau das, was wir alle nicht wollen. Wir möchten ja auch gerne, dass es der Erde gut geht, dass es uns gut geht und dass sich unser Leben dann so ändert, dass alles wieder in Harmonie ist. Und in diesem Prozess sind wir jetzt gerade und der ist schon sehr heftig. Das wurde alles vorausgesagt von der geistigen Welt. Bloß wenn man nicht selbst drinsteckt, kann man sich das nicht vorstellen, wie schlimm es ist. Aber wie gesagt, es ist nicht zu spät und wir können alle zusammen ganz viel bewirken. Also dann teilt bitte das Video, gebt es weiter an eure Freunde, damit wir umso stärker werden, immer, immer stärker werden. So, ich schaue jetzt mal, ich nehme mal hier die 9 und 9 und sprühe mich ein. Ich schaue jetzt einfach mal in die Erdatmosphäre, in den Lichtkörper von der Erde. Ich hatte es gestern Abend schon mal getan und da habe ich so einen Ring entdeckt, der so wirklich um die Erde herum geht, dieser Ring. Soll ich mal fragen, was das bedeutet? So, dieser Ring speichert alle Energien, die gerade extrem hochkommen. Und je nachdem, wie gedrückt jetzt bei den Menschen, weil so wie im Kleinen, so wie im Großen, je nachdem, wie gedrückt die Lage oder wie groß die Anspannung ist, umso mehr wird dieser Ring auch angespannt. Und wenn dieser Ring, so wie es jetzt geschehen ist, platzt, ich sage einfach mal platzt, weil ich so ein Wort im Kopf habe, dann geschehen diese großen Katastrophen. So, jetzt werde ich aber mal versuchen, mit der Erde zu sprechen für euch. Oder ich verbinde mich einfach mal und warte, was jetzt kommt. Also ich kann es ja nicht vorbereiten, sondern das ist einfach jetzt so sowieso live, alles live und ja. Hier spricht Mutter Erde zu dir. Geliebter Mensch, mit großer Freude bin ich für dich da. Mit großer Freude empfange ich dich, denn du bist mir sehr wichtig. Und in deiner Seele kann ich das Licht der Liebe erkennen, denn es ist die Liebe, welche dich hierher geführt hat. Mein allerliebster Mensch, gerade geht es mir nicht so gut. All das, was du wahrnimmst, die heftigen Energien, das sind meine Gemütsschwankungen, welche sich so äußern, dass es Überschwemmungen zum Beispiel gibt. Aber du sollst auch verstehen, dass diese Energien, dass ich die nach außen tragen muss und möchte. Denn ich habe schon viel zu lange vieles einfach heruntergeschluckt. Und jetzt, gerade jetzt in dieser Zeit, möchte ich nichts mehr herunterschlucken, sondern ich möchte es
alles Negative sofort aussprechen. Und ich spreche zu allen Menschen, indem ich reagiere, entweder mit Sonne oder mit Regen, um es dir ganz einfach zu sagen. Was ich aber genau weiß, dass alles, was geschieht, wenn es von euch Lichtarbeitern mit Liebe unterstützt wird, ein gutes Ende nehmen wird. Und so darf ich etwas vorschlagen. Liebe Menschen, beginnt die Energien in eurem Kollektiv, im menschlichen Kollektiv, im Gedankenkollektiv zu reinigen. Dies ist dringend nötig. Denn je reiner die Gedanken werden, umso mehr kann ich als Erde aufatmen. Und je mehr Liebe im menschlichen Kollektiv fließt, umso mehr Liebe kann ich ausströmen lassen. Wir sind verbunden. Wir gehören zusammen. Ich bin Mutter Erde und ihr seid meine Kinder. Und alles, was ihr denkt, beeinflusst auch mein Gemüt. Denn ich bin sehr feinfühlig. Und ich habe ein sehr großes Herz. Ich habe euch alle sehr in mein Herz eingeschlossen. Und aus diesem Grunde liebe ich jeden Menschen. Denn ihr seid meine Kinder. Und ich weiß genau, dass ihr mich unterstützen werdet. Und so danke ich euch voller Liebe dafür, dass ihr da seid, dafür, dass ihr heute hier seid. Und ich freue mich auf eure Unterstützung. Ich, Nirjana, habe während dem Channeling von Mutter Erde einen Auftrag bekommen und diesen Auftrag werde ich jetzt mit euch ausführen. Und zwar werden wir zusammen das kollektive Gedankenfeld reinigen. Und diese Reinigung bitte ich euch alle so oft wie möglich zu wiederholen. Und so, lieber Mensch, atme nun dreimal tief ein und aus. Denn nun werde ich mit deiner Hilfe, wenn du dich zur Verfügung stellst, das kollektive Gedankenfeld reinigen. So bitte ich dich nun, deine Hände mit den Handflächen nach oben zu halten, denn nun fließt in deine Hände reinigende Energie aus den Smarana-Feldern ein. Vielleicht spürst du schon das Kribbeln. Und nun bitte ich dich, zuerst bei dir eine Reinigung zu vollziehen. Nimm deine Hände und reinige deine Aura, indem du mit deinen Händen durch die Aura streichst. Und nun bitte um neue Energie.
welche sofort in deine Hände einströmt, reinigende Energie. Nun nimm deine Hände und lass diese reinigende Energie in deine Stadt hineinströmen. Sie wird im kollektiven Gedankenfeld all das reinigen, was an negativen Energien vorhanden ist in diesem Moment. Lass die Energie fließen. Sie fließt durch deinen Kanal, durch deine Hände und Reinigung geschieht. Das ist eine sehr hohe Lichtarbeit, welche du gerade vollziehst. Ich danke dir sehr. Und du kannst die reinigenden Energien überall dorthin schicken, wo die kollektiven Gedankenstrukturen geballt auftreten. Die reinigende Energie wird dorthin fließen, wo sie gebraucht wird. Und sie wird die Menschen erreichen, welche offen dafür sind. Denn es ist der freie Wille eines jeden Menschen, sich zu öffnen. Und so wird vom kollektiven Gedankenfeld das transformiert, was möglich ist. Und an den Platz, dem freien Platz, wird Liebe und Licht einfließen. Ich danke dir so sehr, dass dies heute durch dich geschehen durfte. Und ich danke Mutter Erde so sehr, dass sie zu uns gesprochen hat. Dann komme du wieder in das Hier und Jetzt zurück. Du hast wundervoll gewirkt, mit uns zusammen das Licht gestärkt. Bewege deine Hände und Füße und ja, schau mich wieder an. Schön, dass du da bist. Meine Lieben, ich werde auch auf Telegram noch was sagen zu diesen Ereignissen der aktuellen Zeit. Und wer mich gerne persönlich kennenlernen möchte, der darf auch nach Marburg kommen am 6., 7. und 8. August. Denn dort ist das spirituelle Treffen und wir werden alles Dinge tun, die für die aktuelle Zeit und für den Aufstieg wichtig sind. Und wenn wir persönlich zusammen sind, haben wir eine ganz enorme Kraft. Und da freue ich mich schon sehr darauf. Ich wünsche euch alles Liebe, habt eine schöne Zeit. Nehmt die Kraft, die durch diese Botschaft zu euch gekommen ist, mit in euer Herz. Sie wird euch gut tun. Also, bis dann. Tschüss.